Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold. Ja, hallo, willkommen bei Rockstar TV, dem Podcast mit Florian Petzold und Sascha Beselt. Ja, wer ist eigentlich Sascha Beselt? Stell dich mal vor. Ja, hi, mein Name ist Sascha. Ich bin von Berufswegen her Musikwissenschaftler, arbeite als Gitarrenlehrer und Musikproduzent. Und daneben, ja, fahre ich ganz gerne Fahrrad. Tun wir, glaube ich, alle, oder? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Aber Sascha, jetzt mal Butter bei den Fische. Fahrradfahren hin oder her, natürlich, ich bin hier Mountainbiker und Gravelbiker. Du bist Mountainbiker, aber du machst verrückte Sachen, ne? Ja, das ist die Frage von welcher Seite man das aus betrachtet, würde ich sagen. Also für mich ist das gar nicht mal so verrückt. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte am Biken und das Biken ist für mich eigentlich ja Tourenfahren. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur über Waldautobahnen fahre, aber ich bin nicht so in Kategorien festgelegt. Da war das irgendwann mal logisch für mich, dass ich die Alpen überquere und dann mal andere Länder durchfahre und so ging es dann halt irgendwann durch Andalusien im Sommer oder über den Himalaya, was auch immer, Pyrenäen, Tatra, Abruzzen, in Slowenien war ich auch, in Norwegen. Das ist irgendwie für mich ganz normal, dass ich da quasi das Abenteuer suche und vor allem alleine, das ist mir immer sehr wichtig. Die Route erstelle ich mir selbst, so selbst finanziert, Crowdfunding, das ist was gar nicht geht für mich, stehe ich überhaupt nicht hinter und ja, und vor allen Dingen dokumentiere ich alles selbst. Das heißt, Fotos, Videos, ja, so ist das. Von wie vielen Höhenmetern sprechen wir da eigentlich immer so? Also sprichst du eigentlich? Ja, also klar, in den Alpen oder in Pyrenäen sind es noch relativ humane Geschichten, um die 2,6, 2,7. Himalaya ist natürlich doppelt so hoch. Also wenn du da über die Pässe fährst, da bist du bei über 5000 Meter in der Regel. Ich war jetzt damals im Winter da, habe mir extra den Winter ausgesucht. dann hast du natürlich Tiefschnee und minus 30 Grad an den Pässen und ja, dann bist du bei 5500 Meter ungefähr. Alto Belli. Nächsten Herbst geht's wieder dahin und da geht's über 6000 dann. Du sagtest ja gerade irgendwie so selbstfinanziert irgendwie, das sind ja auch extreme Kosten. Ich habe natürlich auch gesehen, irgendwie du hast Sponsoren und das kommt ja nicht von irgendwoher. Sind die auf dich zugekommen oder hast du denen einfach mal auch Konzepte geschrieben? Weil viele kommen auch immer zu mir an, ey Florian, du bist ja da, du hast ja auch ein paar Partner, wie machst du das? Und viele denken ja irgendwie halt einfach über Social Media da irgendwie die Firmen anzuschreiben und zu sagen, hey, sponsor mich mal. Ich weiß, das funktioniert so nicht, aber bei uns funktioniert das ja auch immer unterschiedlich. Also ich zum Beispiel wollte ja letztes Jahr mit dem E-Bike über die Alpen zum Gardasee fahren und da hatte mir die liebe Marco Obea das E-Bike ausgeliehen. Dann kam leider unsere schöne Corona-Phase und die sagten natürlich dann sowas in der Art und Weise, nee, lass mal. Also die haben mir das Fahrrad für ein halbes Jahr zur Verfügung gestellt. Wie schaut das bei dir aus? Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal zu den Kosten. Ich bin ein Mensch, der wenige Hobbys hat, die aber dann richtig macht. Ich gehe auch nicht vor die Tür, also außer im Zoo oder vielleicht essen. Du wirst mich nie in einem Club sehen, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ja, und da kann man dann schon ein bisschen was zusammensparen. Das muss man auch dazu wissen, speziell im Himalaya ist es nicht so teuer. Da schläft man in der Regel so für 2,50 Euro pro Nacht, Essen auch 2,50 Euro. Der Flug ist das teuerste. Jetzt, das heißt also, ich spare viel. Und was die Sponsoren angeht, die sind ja nicht am Anfang da gewesen, sondern die kamen erst 2019. Da waren diese Touren fast schon alle gemacht. Und ja, wie bin ich an die gekommen? Also es ist so gelaufen, dass mich irgendwann die Firma Globetrotter anschrieb per E-Mail und fragte, ob ich Vorträge halten wolle. Und natürlich sagt man da nicht nein.
zeitgleich suchte ich ein Hardcore-Hardtail, um jetzt mal ein bisschen bike-spezifischer zu werden, und hatte mich für das San Quentin von Marin interessiert. Und damit war ich auch aufgewachsen mit der Marke. Und dann habe ich irgendwie meine E-Mail hingeschrieben und gefragt, wo man das testen könne in meiner Gegend. Ja, und soweit ich mich erinnere, kamen zwei Mails zurück bezüglich, wo ich wohne und Telefonnummer. Und da hatte ich Marin auch schon am Hörer und wir haben uns sofort mega super verstanden. Ja, ich weiß nicht, was die sich angeguckt haben. Ich nehme an, Instagram und Facebook. Jetzt muss man dazu wissen, dass ich bei Instagram seit jeher unter dieses Shadowbanning falle, wie ich glaube. Ich kann da promoten, was ich will. Da passiert überhaupt nichts. Und das heißt, für mich ist das Allerwichtigste, ist für mich Facebook. Da habe ich meine konstanten Follower, die auch mehr werden und nicht weniger. Und ja, weiß nicht, irgendwie sind wir übereingekommen. Und als ich das hatte, also Globetrotter und Marin, da kam der Rest relativ schnell. Also ich glaube, das ist so das Problem, man muss halt irgendwo mal einen haben, der einen unterstützt, und dann kriegen die anderen auch mehr Vertrauen. Ich, wie mit dem Abitur so ein bisschen, ne? Wenn man hinterher sagt, das war ja gar nicht so schwer, aber es war sehr schwer. Und mit Sicherheit habe ich auch mal ein paar E-Mails früher rausgeschickt, die gar nicht erst beantwortet wurden. Ja? Also Antworten gibt es eigentlich gar nicht. Davon ab, das kenne ich auch. Du schickst Anfragen natürlich raus, bereitest du da auch was vor, schreibst du, wer bist du, was tust du, setzt die ganzen Links dann damit rein und entweder kriegst eine Antwort oder kriegst keine Antwort. Ich sehe das irgendwie so, man muss das auch so ein bisschen sehen, irgendwie als Bewerbungsprozess, wie bei einer, als ob man eine Ausbildung machen möchte oder eine Stelle haben möchte. Man muss sich da schon ein bisschen mal ins Zeug legen, und was natürlich vom Vorteil ist, und das ist, glaube ich, bei dir am allerbesten zu sehen, du hast ja schon was getan, ne? Und daraufhin werden sie alle dann sehen, irgendwie, okay, ja, da können wir halt auch mal unsere Aktivitäten in deine Richtung rausstrecken und sagen, komm, hier kriegst du die Klamotten halt. Ich sehe das genauso wie du, ne? Das ist ein Geben und Nehmen. Die warten ja nicht auf mich, um mir Räder zu schenken oder Rucksäcke oder Kameraobjektive, sondern man muss auch vielleicht mal ein bisschen schauen, ob man ein Alleinstellungsmerkmal hat vielleicht. Gerade in der Bike-Branche, wir haben, zumindest sehe ich das so, extrem viele Enduro- und Downhill-Biker zurzeit. All die Kids machen mit den Rädern Dinge, die ich wahrscheinlich gar nicht so gut kann. Das heißt wahrscheinlich, die kann ich nicht so. Und dadurch entsteht aber natürlich auch eine ganze Generation von Leuten, die dasselbe macht. Ja. Das sehe ich so ein bisschen kritisch. Also den klassischen Tourenbiker-Sohn mit 14, den sehe ich selten bei mir in der AfD. Ich sehe entweder wirklich Cross-Country und dann auch immer nur nach Watzal oder genau das Gegenteil, ne? Fun, fun, fun. Und ich bin da halt genau dazwischen. Ne? Weißt du, bei mir geht es um Natur, bei mir geht es auch um Sport. Auch ums Runterfahren, ich finde es auch geil, bergab, aber ich bin da nicht so ein Freak. Und ich glaube, das ist vielleicht mein Glück, dass es bei mir eher so die Männer anspricht und Frauen so jenseits der 30 oder ab Ende 20, die das Ganze, vielleicht auch die kaufkräftigere Klientel ist, ne, die letztlich auch ein Rad kauft. Und die sitzen dann zumindest bei meinen Vorträgen vor mir und wollen auch wissen, warum hast du das St. Quentin? Warum hast du das Rad XY? Warum fährst du Protection-Reifen? Oder welches Navi hast du? Ne? Das sind die Dinge, die mich fragen. Oder welche Kamera würdest du empfehlen auf einer Reise? So sehe ich das zumindest. Ich kenne das. Bei mir ist es jetzt mit der Umstellung von Roxer TV, es geht so in die Richtung Ü40, weil ich bin ja schon Ü40. Und bei mir soll es ja auch, also ich wollte ja eigentlich schon letztes Jahr damit anfangen, diese Alpenumrundung in dem Sinne zum Gardasee zu machen. Diese Idee, die ist nicht aus dem Kopf raus. Ob das jetzt mit dem E-Bike oder wie auch viele da sagen, jetzt mittlerweile Öko-Bike gemacht wird, das ist eigentlich aus meiner Sichtweise egal. Hauptsache, man tut es und macht es und kann dann im Nachhinein mal sagen, so, weißt du noch, wo ich damals darüber gefahren bin? Irgendwie mal, das war doch so cool.
Weißt du, ich möchte das nicht missen. Irgendwie. Ich will es einfach ausprobieren. Irgendwie, vielleicht werde ich auch fluchen. Und ich kenne mich irgendwie. Bestes Beispiel, wir haben hier nur die Halde, diese Halde Hohe Wart hochgefahren. Und ja, das erste Mal. Und das war dann halt so irgendwie Musik drauf.